geht zu den Ratshallen am Hafen. Ich versuche erstmal den Ausgang hier zu finden. Ich würde sagen, das ist da oben. Aber ich frage mich, warum ist die Person nett zu mir und die nicht? Ach, ja. Wegen irgendwie der Gesinnung, aber warum hat die eine höhere Gesinnung von Anfang an? Das verstehe ich nicht. Ah. Da, hier habe ich noch nicht so wirklich erkundet. Obwohl ich sagen muss, dass ich hier eigentlich dachte, naja. Was haben wir da? Taverne zum Nord. Interesting, interesting. Ich habe selten eine so lästige Kreatur erlebt. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Ich habe keine Zeit für euch. Eine so lästige Kreatur erlebt. Ja, ihr seid auch lästig. Ratshallen, die müssen ja irgendwo hier sein. Am Hafen. Klippenläufer. Dich habe ich nicht gebraucht. Geh einfach. Sterb. Ja, tot bist du. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Vorsicht. Willkommen. Vorsicht? Haus Telvanni. Unser Leben ist unser Schützen. Oh, der hat keine gute Gesinnung. Gut, der hat keine gute Gesinnung. Absolut nicht. Was ist hier? Ich bin. Ja, auch nicht. Die Taverne ist auf jeden Fall nicht. Bin gerade leicht überfragt. Und was bist du für einer? Willst du etwas? Ja, ich möchte zum Haus Telvanni. Dazu kannst du mir leider nichts sagen. Du Lappen. Ihr verschwendet eure Zeit. Geht! Ihr sagt, ihr seid von nach eurer Beschreibung, das könnte die. Ich weiß nicht, was ihr sprecht. Das Haus Telvanni. Speichere ich mal hier und versuche sie mal zu überzeugen. Vielleicht weiß er dann was. Ich muss das ja irgendwie ein bisschen herausfinden. Na los. Aber hoch kriege ich den nicht wirklich. Von den Werten. Oh, jetzt habe ich ihn ziemlich hoch. Und Haus Telvanni. Und ist Politik egal. Komm. Laden. Laden. Leb wohl. Laden. Vielleicht hätte er mir trotzdem was sagen können. Das ist doch Käse. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Haus Telvanni. Yay. Ihr verschwendet eure Zeit. Geht. Ihr macht wohl Scherze. Nein, ich mache keine Scherze. Andere Leute. Was ist ein. Achso, das ist ein Händlerstand. Obwohl, vielleicht ist der Hafen auch woanders. So in die Richtung da. Ich gucke einfach mal. Aber das ist doch eher eigentlich ein Hafen, aber ich habe da kein Ratsding gesehen. Tja, das ist irgendwie strange. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Haus Telvanni und find's nicht. Yay! Rasten wir mal für 3 Stunden. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Unglaublich. Und der Bildschirm zittert dabei immer so. Was macht ihr? Haus Redoran? Sie sind die Warenkrieger der Haus Redoran. Die Warenkrieger von dem habe ich doch aus dem Haus Redoran. Hast du eine Ahnung? Nee.
Aber echt mal, wo führt das hier hin? Das interessiert mich jetzt. Das ist der Weg hier. Jupp. Mal sehen, wo das hinführt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie sich da irgendwie sowas, so ein Gebäudeansatz. Mal sehen, ob es das ist, was ich suche. Es ist kein Gebäudeansatz, es ist eine Pflanze. Na toll. Und wo finde ich jetzt die Ratzeilen? Das ist jetzt doof. Ich muss die Ratzeilen finden, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Weil in der Taverne habe ich nichts gefunden. Fangen wir mal in der Taverne hier nach. Die könnten vielleicht ein bisschen Ahnung haben. Was ist heute für ein Tag? Aber ich erst grüße euch. Jetzt fangen wir lieber den da oben etwas erstmal von mir? Wo ich auch ein bisschen was gelernt habe. Ich höre. Nee, du warst das nicht. Der war das hier. Ich grüße euch. Wollt ihr meine magischen Waren sehen? Sadriff Mora zum Torbogen. Magierfesten des Rates. Warte mal. Sadriff Mora ist Sadriff vom Haus Havani und Heimat der Taiwani-Rat. Außerdem findet ihr dort Tianega, den Turm von dem Magierfürsten des Rates. Wir dürfen nicht in die Stadt, sondern müssen in der Händler ansteigen. Zum Torbogen. Dem ist die offizielle taiwanische Herberge für Externare, die Sadriff Mora besuchen. Wenn ihr nicht zu Taiwan oder ihren Gewächsen gehört, so könnt ihr nirgendwo anders in Sadriff Mora übernachten. Niemand außer den Taiwani selbst und ihren Gefolgsten darf sich in Sadriff Mora ohne eine Urkunde Gastlichkeit bewegen, welche vom Präfekten der Gastfreundschaft zum Duma Angre in der kurzer Ratschlag, wenn ihr nee, so Sadriff Mora, das haben wir schon. Nirivarine. Mein kaiserlicher Kult. Der Schrein des kaiserlichen Kult. Jemand bestimmten. Die Taiwanischen befinden sich drüben in der taiwanischen Ratshalle. Haltet dann drüben immer auch schon noch. Die Tavani-Sprecher befinden sich drüben in der Tavani-Ratshalle. Haltet dann drüben in der Wolfmann-Ausschau nach Herr Rundi, dem Nordkämmer der Kriegerske, der Kämmer der Magier und der Priester. Der Magier fürs Ratsherrmeister lebt in Telnagal, dem Zaubererturm in der Stadtmitte. Die große hellende Anführerin der Liebesgilde treibt sich gerne in der. Der Magier fürs Ratsherrmeister Nelo. Tevani spreche. Die Tevani sind viel zu wichtig. Daher haben die Sprecher sind die Sitzung. Also es gibt insgesamt 4 Leute oder so, die ich fragen kann. Haltet drüben in der Wolfenhalle auch schon nach Herundi, Procyon Nigilus und Aunius Autrus. Boah, die Namen kann ich mir noch nie im Leben merken. So. Darf ich euch helfen? Kann. Schade, dass ich mir diese Notizen nicht einfach mal aufschreiben kann oder was die mir sagen. Wie so als Notiz anfühlen ans Tagebuch. Nein. Ich muss selber suchen. Und mir die Namen merken. Ich weiß, dass ich diesen Magier-Typen da bla bla blub, den kann ich mir merken. Weil der hat auch irgendwie so ein Haustier. War es nicht so? Aber mit dem habe ich schon gesprochen, irgendwie sowas. Ich auch nicht so. Ich habe nur wenig Zeit. Die Stimme kenne ich. Egal. So. Herundi und die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen. Uns. Wenn ich die Namen sehe, dann weiß ich, dass sie es sind, aber. Die Namen habe ich trotzdem vergessen. Das ist eine hohe Kunst. Die keiner beherrscht. Sprecht. Nee. Aunius Autrus. Hortator oder große Hellende. Ich muss euch nicht alles. Ach komm, denn. Gott, speichern.
los. Worum geht es? Ums Überzeugen. Und ich muss hier auf 80 kriegen. So. Große Hellende. Schaut in den dreckigen Muggel nach. Könnte dort sein. Du bist ein Held. Uriel Septim. Kaiserlicher Kult. Jemand bestimmt. Wenn ihr kein Taiwani seid oder zu ihren Gefolgschaften seid, dann braucht ihr nur Angareddel, den Präfekten der Gastfreundschaft in der Taverne zum Torbung und dem Schreiber in. Ansonsten sollt ihr. Was? Wenn ihr kein Taiwani seid oder zu ihren Gefolgschaften zählt, dann braucht ihr nur Angareddel, den Präfekten der Gastfreundschaft in der Taverne zum Torbogen und dem Schreiber Iri in der Taverne zum Torbogen. Ansonsten solltet ihr in Rats halten die Taiwani-Sprecher und aufsuchen. Haltet dann drüben in der Range nach unten. Er spricht von sich selbst in der dritten Person. Audios Auto. Der Magier fürs Rat, der Meister. Also, wenn ihr kein Taiwani seid oder zu dem, dann braucht ihr nur den. Ich muss zum Torbogen. Gut. Gut, ich gehe zum Torbogen. Also. Nein, das war die falsche Tür, das war die falsche Tür, das war die falsche Tür. Fahrt fort. Nein! Oh, aua. Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich will doch nicht mit euch reden. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Da läuft er mir hinterher? Wo ist denn der Torbogen? Da ist zum dreckigen Muriel. Zum Torbogen war das da hinten, ja. Aber da muss ich jetzt so einen komischen Typen finden. Irgendwas mit A. Irgendwas mit A. Oh Mann. Was sagt ihr? Das ist ein bisschen doof, dass einem das hier nicht einfach aufgeschrieben wird. Aber nun gut. Wäre jetzt schon einfach. Und könnte sich ja dann jeder merken. So. Auf zum Torbogen. Auf zum. Und irgendwas mit A. Das war so ein ganz komischer Name. Den ich mir absolut nicht merken kann. Ich werde beobachtet. Ich könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. Ich habe keine Zeit für euch. Alter, seid doch ruhig, ey. Nur weil ich kein Taiwani bin. Meine Herren. Khajiit hat keine Zeit für dich. Ja, ist mir doch Wayne. Muss doch keine Zeit. Etwas? Ja, sei einfach ruhig. Ich muss eh nichts mit dir zu tun haben. Du bist die falsche Person. So. Und. Da. Nehmen wir die Tür. Irgendwas mit A, irgendwas mit A, irgendwas mit A, irgendwas mit A, A, A. Leute, sieh nach. Wie interessant ihr aussieht. Der auch nicht. Wie interessant wir aussehen. Ich aussehe. Ah, okay. Khajiit hat keine Worte. Wenn ihr etwas wollt, ja, dann sprecht nur. Zum Torbogen. Wenn ihr nicht. Wenn auch ein dürft ihr den Sohn nicht. Angareddel, den du mein. Angareddel. Nee, hier nicht. Den Typen suche ich. Was wollt ihr? Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Nee, das auch nicht. Bist du das da unten? Könnte sein, das müssen du mehr sein, ja? Ja. Ich habe keine Zeit für euch. Urkunde der wäre es mit. Ja, als Präfekt der Gastfreundschaft hier im Westhaustum wäre es eine Freude, euch mit der Urkunde der Gastlichkeit zu versorgen. Vielleicht interessiert euch ja mein Beruf. Ich habe nach dem gemeinschaftlichen Artikeln des Rates im großen Haus der Wani dürfen Auswärtige und Fremdländer Gäste in der Wani in Dorf oder Geschäfte mit dem Bewohnern Händler machen, solange sie die Urkunde nicht haben. Dies haben wir für die Bequemlichkeit und Sicherheit unserer Gäste so festgelegt, als
perfekte Gastfreund. Für 3 Euro kann ich euch diese Papiere für... Ja, ich möchte die Urkunde kaufen. Habt dann nur hier sind eure Papiere, könnt ihr... Natürlich machen wir das hier. Hier bei uns im Turm. Weiß nicht. So. Haus Tevani. Also, Tevani Sprecher. Das ist nicht, was ich euch... Ach komm. Den überzeugen wir den auch nochmal schnell, damit er mir das sagt. Los, auf 80 kriege ich dich. Auf 80 kriege ich dich, sagte ich. Auf... Geht doch. Tevani-Sprecher. Die Sprecher sind zu viel... Weiß man viel, wie man... Daher habe ich... Die Sprecher sind die Schützlinge ihrer Meinung und meiner Wartigen. Dann weiß der noch nicht mal was darüber. Oh Gott. Ich speichere ja trotzdem mal. Mann. Okay. Hier geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin beim Kane Jenner Jones.